Hallo ihr Lieben, ja, also ich wurde schon ganz häufig angeschrieben und da war es so, dass die Männer gefragt haben, ob ich nicht auch mal für die Männer wieder ein Special legen kann und genau das mache ich jetzt. Also natürlich ist es trotzdem eine allgemeine Legung und es kann natürlich auch jeden anderen zutreffen, der hier zuschaut. Aber ich werde heute mal aus der Sicht eines Mannes sprechen, die auf eine Frau schauen. Und bitte bedenkt, das Reading ist, wie gesagt, ein allgemeines Reading und spürt euch da bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Und das Reading ist auch zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Genau, und dann starten wir mal. Also, was darf ich meinen lieben Männern mitteilen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben hier die drei der Kelche. Sieben der Kelche. Huch. Fünf der Schwerter. Acht der Schwerter. Page der Kelche. Und die fünf der Kelche. Im Unterdeck habe ich hier das Ass der Schwerter und die Zehn der Kelche. Also, was ich hier so wahrnehme, ist tatsächlich, dass du es hier mit einer Frau zu tun hast, wo es wirklich in der Vergangenheit eine schöne Zeit gab, wo du starke Gefühle für diese Frau hast oder hattest, ja, oder auch diese Frau für dich hatte. Hier war schon das Verliebtsein, hier waren mehrere Treffen, die ich hier sehe. Feierlichkeiten und dass ihr einfach eine schöne Zeit zusammen hattet, ja, in der Vergangenheit auf jeden Fall. Ich sehe hier auch bei einem Treffen gab es hier irgendwelche Problematiken. Das kann hier Streit gewesen sein, das kann hier gewesen sein, dass man irgendwie dich bewusst verletzt hat mit irgendwelchen Aussagen, die man getroffen hat, die ich hier wahrnehme. Und es kann natürlich auch sein, dass man hier recht unterkühlt dir gegenüber war. Und das hat hier etwas damit zu tun, dass hier jemand irgendwie nicht ganz frei war. Vielleicht spielen hier auch noch andere Männer eine Rolle tatsächlich, die ich hier so wahrnehme mit den acht der Schwertern. Kommt mir das hier ganz stark so ein bisschen rein, dass es hier einige Männer gibt, die um dein Gegenüber drumherum schwänzeln sozusagen. Und ja, hier wollten oder hier haben viele Menschen irgendwie auch also eine manipulierende Wirkung auf dein Gegenüber gehabt oder haben es auch immer noch so ein Stück weit. Ich sehe, dass es hier auch so ist, dass man hier dich stark vermisst. Irgendwo hat man hier Kummer, auch vielleicht, weil hier so viele Leute mit einwirken, vielleicht auch aufgrund dessen, weil man keine Entscheidung treffen kann, was ich hier tatsächlich wahrnehme. Und es ist so, es können hier auch tatsächlich Freunde sein, ja. Also es müssen keine anderen Männer unbedingt sein, die jetzt eine Konkurrenz darstellen, sondern es können auch wirklich Freunde oder Familie sein, die hier dein Gegenüber irgendwo mit beeinflussen und jeder zerrt irgendwie an deinem Gegenüber, ja. Ich sehe hier schon so einen leichten Impuls, dass man hier überlegt, auf dich zuzukommen, mit dir ein klärendes Gespräch zu führen, weil man sieht hier mit den fünf der Kelchen, vermisst man dich, ja. Man weiß auch, dass man dich verletzt hat und das tut einem ziemlich leid, ja. Vielleicht hat sie dich stehen lassen oder man hat sich einfach irgendwie nicht mehr gemeldet. Man ist, sag ich mal, sozusagen irgendwie auch in irgendeinen Rückzug gegangen, was ich so wahrnehme. Und das tut hier irgendwie jemanden schon gefühlstechnisch auf jeden Fall leid, weil hier hat jemand wirklich Gefühle für dich, ja. Und was man hier auch sieht, ist, dass man hier wirklich ein klärendes Gespräch mit dir haben möchte. Hier geht es um Bereinigung, ja, Bereinigung vielleicht auch der vergangenen Situation, weil hier ist irgendwas vorgefallen, was dich verletzt hat und wo sie auch genau wusste, dass sie dich verletzt mit dieser Aktion, ja. Also das ist das, was ich hier tatsächlich wahrnehme. Mit den Zehn der Kelchen ist es aber so, hier ist schon die Chance, dass man darüber spricht, ob man sich hier wieder vereinigt oder auch nicht, ja. Also hier zeigt sich einfach ein klärendes Gespräch an
Und auch die Gefühle in deine Richtung, die zeigen sich hier sehr stark an, ja. Also was ich hier auch wahrnehme, sie hat sich, wenn ihr euch getroffen habt, hat sie sich eigentlich sehr gut mit dir gefühlt. Ja, das waren hier, das war schon so, dass du sie hier so ein bisschen in den siebten Himmel gehoben hast, ja. Also die Zeit, die sie mit dir zusammen hatte, die hat sie auf jeden Fall genossen, das kann ich schon sagen. Bis auf dieses eine Treffen, was hier so ein bisschen eventuell ausgeufert ist, ja, aufgrund irgendwelcher Aussagen. Ich habe das hier wirklich eine Kommunikation, oder dass man wirklich sich dann einfach gar nicht mehr gemeldet hat, dass man einfach, sage ich mal, gegangen ist, sehr kalt dir gegenüber sich gezeigt hat, ja. Und ja, man hat hier auch, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, die Frau, um die es hier geht, die hat im Endeffekt sich zu sehr auf den Mangel konzentriert, auf das, was ihr auch immer wieder eingeredet wurde von außen, ja. Also hier sind wirklich manipulierende Kräfte von außen, die hier auf dein Gegenüber eingewirkt haben. Und dadurch hat diese Person sich wirklich in einem, also auf diesen Mangel konzentriert, der zwischen euch ist, ja. Also irgendwelche Dinge, die eben nicht so gut funktioniert haben, anstatt zu sehen, dass hier die 10 der Kelche möglich sind, ja. So war das in der Vergangenheit, was ich so reinbekomme. Und hier liegt der leichte Impuls, dass man hier auf dich zugehen möchte. Wir schauen jetzt aber mal weiter. Wenn hier jemand auf dich zukommt, ja, dann habe ich das Gefühl, dass man dir mitteilen wird, dass es jemandem vielleicht nicht so gut geht, dass man dich ja irgendwo auch im Leben vermisst, ja. Und was ich noch so wahrnehme, ist, dass diese Person trotz dessen hier noch Befangenheiten hat. Also diese Person kommt nicht komplett gelöst auf dich zu, ja. Auch wenn jetzt hier so die Chance auf ein klärendes Gespräch hier definitiv auf dich zukommen soll, ja. Ja, sechs der Kelche, es geht hier vielleicht auch um deine Seelenpartnerin, sofern du daran glaubst, ja, und beziehungsweise ist es hier die Vergangenheit, die hier nochmal auf dich zukommen möchte. Hier kommt jemand aus der Vergangenheit mit einem klärenden Gespräch auf dich zu. Ja, diese Person hat hier Fehler gemacht, auch in der Vergangenheit, die ihr, wie gesagt, sehr leid tun. Ja, aber es kommt hier wirklich auch viel von außen. Also hier wurde viel von außen eingewirkt, ja. Und es kann auch, wie gesagt, sein, dass hier andere Männer eine Rolle gespielt haben, weil wir haben hier die drei der Kelche. Ja, und das ist immer so ein kleiner Hinweis, dass es hier auch um eine Dreierkonstellation gehen kann, ja. Was ich dir sagen kann, ist, diese Person denkt zumindest viel an eure Vergangenheit, ja, auch an vielleicht, also ich habe das hier schon stark, dass es hier um eine Ex-Partnerin geht, ja, also könnte mit den sechs der Kelchen natürlich so sein. Ich habe das hier in Verbindung mit den 10 der Kelchen, ist es so, dass ihr hier vielleicht sogar auch wirklich eine Familie zusammen habt, vielleicht habt ihr auch Kinder, ja, und man denkt einfach über die gemeinsame Zeit mit dir nach. Man möchte hier gewisse Dinge auch bereinigen. Wie gesagt, die Kommunikation zeigt sich hier schon an, die Chance zumindest dazu, ja. Okay, schauen wir mal weiter. Ja, wir haben jetzt hier das Ass der Münzen. Das zeigt eben auch nochmal diese Chance an, hier in eine Stabilität wiederzukommen. Ja, man möchte hier vielleicht auch wieder die stabile Kommunikation mit dir. Ja, und hier kommen wirklich, also eigentlich sehe ich hier die Gespräche tatsächlich über eine feste Verbindung, ja, über eine Beziehung und auch über Dinge, die einfach bereinigt werden dürfen, die in der Vergangenheit eben vorgefallen sind. Weil es kann auch sein, dass ihr euch hier wirklich gespiegelt habt, ihr habt euch gegenseitig hier vielleicht auch verletzt, ihr habt euch hier vielleicht auch Wörter an den Kopf geschmissen, die vielleicht nicht so nett waren, ja, sehr kühl, sehr distanziert, so eine Eiszeit zwischen euch nehme ich wahr, ja. Und genau, hier wird man über die Dinge reden, ja, diese Chance kommt rein. Wir haben hier zwei Asse deuten immer auch auf eine feste Beziehung hin, ja. Und hier vermisst dich auch jemand, ja. Also hier hat man wirklich Sehnsucht nach dir. Die 5 der Kelche ist immer so ein bisschen diese Kummerkarte aufgrund dessen, dass hier irgendwas nicht so funktioniert hat, ja, aufgrund Verletzungen, ja, die man dir zugefügt hat.
Das macht einen hier sehr, sehr traurig, ne? Page der Münzen, ja, wir haben jetzt schon wieder so, wir haben so die leichten Impulse hier von deinem Gegenüber drin. Sie merkt hier schon, dass ihr aus dem gleichen Holz geschnitzt seid, ja. Und man hat hier schon so unterschwellig wirklich dieses Gefühl, man möchte hier gerne wieder in den Kontakt mit dir treten, man möchte mit dir sprechen, man möchte mit dir einfach vielleicht auch sich treffen und einfach aussöhnen, ja. Also sowas habe ich hier tatsächlich. Und das ist, weil man hier, also wir haben hier stark den Hinweis auf eine Seelenpartnerschaft, ja. Also wenn du weißt, du bist seelisch mit ihr verbunden, dann wirst du auch diese Energien wahrscheinlich spüren. Es kann sein, dass auch du gerade so jetzt zu dieser Zeit, wo du jetzt auch das Video schaust, wahrnimmst, dass du relativ viel traurig bist und irgendwie eine starke Sehnsucht in dir aufkommt, ja, und das ist manchmal auch die Energie von der anderen Person und sowas nehme ich hier tatsächlich wahr. Okay. Ja, du darfst hier wirklich mit der Sonne, wir haben jetzt die zwei höchsten Glückskarten im Tarot, ja, also das Ass der Münzen und die Sonne, das sind die beiden höchsten Glückskarten im Tarot, darfst du hier wirklich mit positiven Veränderungen rechnen, die hier auf dich zukommen. Hier geht es um einen Neubeginn. Hier geht es darum, dass man gewisse Verstrickungen, die in der Vergangenheit waren, auch lösen möchte und vor allem gegen diese manipulierenden Kräfte, also diese manipulierenden Menschen oder Kräfte, die da um eure Verbindung drumherum sind, ja, die kommen nicht mehr an euch ran. Also das geht hier raus tatsächlich, was ich so wahrnehme, ja. Ja, wir haben hier König der Stäbe, das bist du. Du könntest hier, wie gesagt, ein Mann sein, der momentan in der Energie ist des König der Stäbes. Ja, das heißt, du bist momentan vielleicht sehr leidenschaftlich unterwegs. Du hast auch viele Veränderungen in deinem Leben geschaffen. Du hast hier auch vielleicht beruflich dich verändert momentan, was ich so wahrnehme. Du selbst könntest vom Sternzeichen Löwe, Widder oder Schütze sein, muss aber nicht, ja. Es kann auch einfach sein, dass du momentan diese Energie einfach in dir trägst. Was wir hier sehen, ist, dass du bist ein sehr leidenschaftlicher Mann und du bist gerne unterwegs, ja. Also du bist auch jemand, der sehr charmant sein kann, jemand, der einfach ja zielstrebig, ehrgeizig, selbstbewusst, stur, dominant sein kann. Also du lebst wirklich auch die männliche Energie aus, ja. Du strahlst auch Männlichkeit aus. Das nehme ich hier ganz stark wahr. Und du hast hier vieles in deinem eigenen Leben auch verändert, was ich so wahrnehme. Also es könnte sein, dass du grundlegend irgendwelche Dinge anders machst, die du vorher, sage ich mal, oder wo du vorher eine andere Einstellung zu hattest, ja. Ich sehe hier auch eine starke, wie gesagt, Aktivität. Es kann auch sein, dass du und dein Gegenüber ja eine gewisse Distanz, also eine Entfernung städtemäßig oder ländermäßig zwischen euch liegen, ja. Also das nehme ich auch wahr. Und was eben auch so sein kann, ist, dass der Kontakt hier nicht unbedingt komplett abgebrochen ist, sondern dass du immer wieder mal so sporadischen Kontakt auch zu deinem Gegenüber hattest. Ja, es könnte auch sein, dass du versucht hast, wirklich dir, sag ich mal, ja, als König der Stäbe ist es so, du schaust auch vielleicht gerne mal, wo das Gras grüner ist. Ja, das kann hier sein, das muss nicht sein. Es kann aber wirklich auch sein, dass du das in der Vergangenheit getan hast und hier, wie gesagt, dadurch Verletzungen ins Spiel gekommen sind und du bereust das, ja. Das ist auch eine mögliche Variante, die ich hier sehe. Trifft nicht auf alle zu, aber vielleicht auf den einen oder anderen. Fakt ist, dass du hier, wenn du dir wirklich was vorgenommen hast, dass du das auch umsetzen möchtest und auch das schaffen tust, ja. Als der König der Stäbe hast du die Energie dazu, deine Ziele wirklich auch umzusetzen. Was ich so noch wahrnehme, ist, du weißt ganz genau, wie man mit Frauen umgeht. Ja, du hast hier diesen charmanten Touch. Du weißt auch, dass du gut aussiehst. Du bist sehr attraktiv. Wie gesagt, die Männlichkeit, wo du auch weißt, dass du bei Frauen sehr, sehr gut ankommst. Ja, das nehme ich so zu deiner Person einfach wahr. Wir haben jetzt hier dein Gegenüber. Das ist die Herrscherin. Ja, sie ist die Frau, sage ich mal, die genauso
dominant ist wie du. Ja, also die lässt sich eben auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das Ding ist einfach, sie steht auf fruchtbarem Boden. Also da, wo sie ist, erschafft sie Dinge, ja. Und ich glaube, das ist das, was auch so anziehend an ihr findest, ja. Also sie verkörpert eben alles in einer Frau, was du dir wünschst von einer Frau. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und für dich stellt sie wirklich ein echtes Ehematerial dar. Also das ist so, die Herrscherin ist jemanden, den man gerne heiraten möchte, wo man eigentlich auch das gefunden hat, was man in einer Frau gesucht hat. Ja, das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Und sie ist für dich auch sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr stark. Das, was sie anpackt, da entsteht etwas. Ja, also das kann man jetzt auch wieder zweideutig sehen, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, also sie steht eben auf fruchtbarem Boden, ja, und sie setzt auch ihre Ziele um. Und ich glaube, das ist das, was dich so an ihr reizt. Also diese kraftvolle Stärke. Und sie hat hier auch einen guten Draht nach oben. Es könnte sein, dass dein Gegenüber auch sehr spirituell ist, ja. Und hier, wie gesagt, das sieht man auf der Karte ganz schön, diesen Draht nach oben einfach hat. Jetzt wird die Kamera nicht scharf. Warum? So. Na, da sieht man das. Genau, also da haben wir zumindest euch schon mal, ja. Und eine Herrscherin ist natürlich auch so, die weiß genau, was sie wert ist, ja. Also ich habe das Gefühl, dass, ja, dass sie genau weiß, was sie wert ist und dass sie auch, was sie für Möglichkeiten im Leben hat, ja. Also, ich habe hier starke Spiegelthemen einfach auch drin bei euch beiden, weil du als der König der Stäbe da bist, ist einfach auch so. Du weißt eben genauso, wie du ankommst, ja, auch im Außen. Und ich glaube, genau das waren diese Manipulationen, die hier von außen auch eingewirkt haben, ja, weil die Herrscherin zieht ihre Blicke auf sich. Das muss man schon sagen, ja. Das ist keine Frau, die unbedingt ja, unentdeckt, ungesehen bleibt, so. Okay. Ja, die 10 der Stäbe zeigen hier einfach diese Belastungen an, die hier waren, ja, die jetzt aber auch ja, ihr Ende erreichen, ja. Also die 10 der Stäbe, das bedeutet immer, dass jetzt die schwere Zeit vorbei ist, ja. Also es ist Endspurt sozusagen. Und hier waren starke Belastungen und das sieht man ja auch hier, dass es hier viel Traurigkeit, viel Kummer gab, ja. In dieser Verbindung und das, wie gesagt, aufgrund dessen, weil hier irgendwelche Leute sich eingemischt haben. Ja, ich glaube auch, dass diese Belastung war, dass hier für, also eine lange Zeit nichts passiert ist. Hier hat man vielleicht auch nicht gewusst, wo bist du dran, wo geht's hin mit euch, ja, also. Ich habe das Gefühl, du bist hier, du hängst hier momentan so ein bisschen und das belastet dich unheimlich, weil du gar nicht weißt, wie kann das hier überhaupt zwischen uns weitergehen. Vielleicht hat sie sich jetzt auch wirklich schon länger nicht mehr gemeldet, ja, und ihr hattet immer wieder mal Kontakt oder es ist jetzt inzwischen auch ein kompletter Kontaktabbruch. Das kann ich jetzt nicht mehr anders deuten, weil wir den Gehängten hier auch haben, ja. Es zeigt sich einfach an, dass eine Situation sich einfach 0,0 weiter bewegt hat. Und das ist sehr belastend hier gewesen. Und diese Belastungen sehe ich, die werden hier rausgehen. Du kannst hier mit positiven Veränderungen wirklich rechnen. Hier kommen Chancen auf ein klärendes Gespräch, ja, die hier auf dich zukommen. Und die können wirklich positive Veränderungen mit sich bringen, ja. Und auch, dass man hier sich entscheidet, es nochmal miteinander zu probieren. Das habe ich hier definitiv auch drin liegen. Okay, gut. Ja, wir haben hier einmal die Gerechtigkeit. Das ist so, also ich nehme es einfach so wahr, hier war etwas wirklich nicht mehr im Gleichgewicht. Ja, wir haben jetzt hier nochmal Sternzeichen auch Waage. Und es ist einfach so, hier war etwas nicht im Gleichgewicht. Hier hat man vielleicht wirklich auch falsche Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. Ja, und das kann jetzt.
Das kann es jetzt du sein, das kann auch sie sein, ja. Also ich habe hier, wie gesagt, diese starke Spiegelung einfach auch bei euch beiden. Und es ist so, man hat hier falsche Entscheidungen getroffen. Hier war man auch vielleicht unfair zueinander, ja. Also ich sehe hier, wie gesagt, auch irgendwelche Streitgespräche oder irgendwelche Kommunikationen, die hier nicht so ganz fair waren, ja, die man, wo man vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen gelogen hat. Das kann hier auch sein, tatsächlich, ja. Und hier soll etwas ins Gleichgewicht kommen. Und hier möchte man auch wieder den Kontakt, also hier geht es auch um den Kontakt wieder in die Stabilität zu bringen, ja. Wir haben hier die Sieben der Schwerter und den Mond, ja. Hier hat jemand wirklich starke Angst davor, dass sich jemand wieder, sag ich mal, aus dem Staub macht, ja. Also die Sieben der Schwerter ist die Verpisserkarte. Hier hat man sich immer wieder, sag ich mal, aus dem Staub gemacht. Man hat immer wieder hier auch aus Ängsten vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Man konnte nicht zu gewissen Dingen stehen, ja. Man war hier vielleicht auch nicht so ganz ehrlich. Das zeigt sich hier an und wir haben hier wieder so dieses Dreier-Ding und ich habe das ganze oder das große Gefühl, dass hier jemand wirklich auch eine falsche Entscheidung für eine falsche Person in der Vergangenheit getroffen hat, ja. Also es kann für einige von euch auch zutreffen. Ansonsten, wenn da jetzt keine Konkurrenz für dich ist, ja, dann nehme ich es einfach so wahr, dass sich hier jemand wirklich aufgrund von diesen tiefen Gefühlen zu dir immer wieder aus dem Staub gemacht hat. Man wollte das hier nicht zulassen. Man hat hier lieber die Biege gemacht, ja. Man hat dann vielleicht auch eher lieber auf das Umfeld gehört, ja. Und vielleicht hat man hier auch auf dein Gegenüber eingeredet, dass ihr nicht zusammenpasst oder du wusstest, dein Umfeld hat hier irgendwelche Problematiken, ja, mit deinem Gegenüber. Ich sehe hier einfach auch Schwierigkeiten, die durch äußere Umstände entstanden sind, ja, und hier konnte man irgendwie nicht zu diesen Gefühlen stehen. Man hat sich dann lieber eher aus dem Staub gemacht und dadurch ist dieses starke Ungleichgewicht zwischen euch entstanden, ja, und hier ist es wirklich wichtig, Stabilität und vor allen Dingen die Kommunikation herzustellen und dann auch über die Dinge zu sprechen, wie man sich etwas vorstellt und wohin es überhaupt gehen kann. Ja, also das ist so von beiden Seiten und vielleicht auch über tiefgehende Gefühle sprechen, die einen wirklich auch immer wieder verletzt haben. Ja, das ist das, was ich hier auch wahrnehme. Wir haben hier im Unterdeck noch die Welt. Das zeigt mir einfach so den Abschluss dessen an, dass hier wirklich eine Stagnation rausgehen soll. Hier soll Fairness reinkommen. Hier soll auch eine klare Entscheidung kommen. Ja, es geht hier auch um ja, eine klare Kommunikation, ein klares Gespräch, was fair abläuft. Ja, weil ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit waren hier wirklich auch viele Falschheiten zwischen euch, ja. Also hier hat einer immer wieder auch so ein bisschen die Biege gemacht, aber nicht unbedingt, weil man dich jetzt ganz stark verletzen wollte, sondern es geht hier irgendwie darum, weil jemand ziemlich tief sitzende Ängste hat, ja. Ich kann hier auch nicht ausschließen, dass hier jemand seelische Probleme tatsächlich hat, was mit psychischen, also Depressionen, leichte psychische Erkrankungen, ja. Da will ich aber nicht näher drauf eingehen, sondern ich kriege hier rein, es könnte sein, dass es so ist bei deinem Gegenüber, dass das hier eine Problematik dargestellt war und dass auch dadurch vielleicht so ein Ungleichgewicht war, ja, und sie dadurch auch viel, viel leichter manipulierbar war, ja, in der Vergangenheit. Okay, wir schauen jetzt mal mit den Orakelkarten noch. Der Kopfhörer, etwas wird dich erreichen, Gehör finden, Botschaften über Musik, also es kann sein wirklich, also hier, ich habe ganz stark das Gefühl, dass du hier Nachrichten bekommen wirst oder dass man hier zumindest den Kontakt wieder zu dir suchen wird, ja, es kann auch sein, dass das Universum dir Botschaften über die Musik schickt, weil, wie gesagt, wenn du an Seelenpartnerschaft glaubst, ich habe hier die Seelenpartnerschaft liegen, ja, und meistens ist es so, dass wir dann ganz, ganz viele Botschaften bekommen, auch über Zeichen wie Namen, Initialien, Zahlen,
Tiere, Träume, Musik, ne? Also das können alles Zeichen sein. Und wenn zum Beispiel, da gibt es auch so eine Sache, zum Beispiel, wenn du bei deiner Familie bist und ständig nehmen sie, wenn ihr jetzt schon eine Vergangenheit habt, ja, und ständig reden zum Beispiel diese Menschen über diese Person, du wirst immer wieder an diese Person erinnert. Auch das können Zeichen sein, ja. Okay. Ja, hier geht es auch um das Urvertrauen, um die Selbstliebe, Selbstvertrauen. Also das können Themen sein, die hier ein Problem waren in der Vergangenheit. Ja, man hatte hier vielleicht auch nicht genug Selbstliebe. Vielleicht sind das diese Spiegelthemen, diese Triggerthemen, die zwischen euch gestanden haben. Ja, und auch ich habe hier wirklich auch ein Vertrauensproblem liegen. Also für viele ist es so, entweder du vertraust deinem Gegenüber nicht wirklich oder dein Gegenüber vertraut dir nicht, ja? Denn wir haben hier das Urvertrauen liegen, wo, was man auch ja wieder, sage ich mal, aktivieren sollte, ja? Das ist das, was das Universum dir hier sagen möchte. Okay. Auch das Urvertrauen daran, dass das, was zusammengehört, eben zusammenfindet, ja. Also das ist auch nochmal wichtig. Ja, wir haben hier wieder den Rosenquarz. Hier geht es um die Herzöffnung, um die Herzheilung vor allen Dingen, ja. Und auch um die Verbundenheit. Wahrscheinlich fühlst du dich sehr verbunden mit deinem Gegenüber. Ich habe auch das Gefühl, dass, wie gesagt, entweder, also hier ist nochmal angezeigt, dass man auch mit Rosenquarz arbeiten kann, ja, dass du quasi dir vielleicht einen Handschmeichler mit Rosenquarz zulegst oder deinem Gegenüber ein Rosenquarz-Armband schenkst, zum Beispiel, wenn ihr im Kontakt seid, ja, und ihr habt noch so, sage ich mal, einen freundschaftlichen Kontakt weiß ich nicht, du hast die Möglichkeit dazu, sagen wir es mal so, dann könnte das wirklich unterstützend sein in deiner Situation, ja. Das ist nur noch mein Tipp vom Universum. Und auch du kannst natürlich mit Rosenquarz arbeiten. Wie gesagt, Handschmeichler bei dir tragen, das kann dir auch helfen, ja. Okay, dann haben wir denn die Herrschaft, denn die Macht, Kraft, Reichtum, Liebe, Leidenschaft, Unsterblichkeit und Schönheit. Also hier ist wieder nochmal so, dass ihr beide, glaube ich, eine sehr, sehr starke Anziehungskraft zueinander habt. Ja, diese Verbindung, du wirst sie wahrscheinlich immer spüren. Ja, und es ist hier wieder dieses Ding mit der Seelenpartnerschaft. Hier ist wieder die Bestätigung. Und dass es eine sehr kraftvolle Verbindung ist. Das heißt, auch wenn ihr zusammen seid, ihr seid ein sehr, sehr starkes Team, ihr seid ein sehr, sehr starkes Paar, ihr fällt wahrscheinlich auch sehr stark im Außen auf. Wie gesagt, auch Neidenergien nehme ich hier wahr. Ja, man könnte neidisch darüber sein, was ihr vielleicht zusammen erschafft. Ja, weil ich sehe euch hier schon auch als ein Paar, was sich Ziele steckt und auch diese Ziele erreicht, ja, und das nehme ich hier wirklich, wie gesagt, ganz stark wahr. Und eine starke, leidenschaftliche, erotische Anziehungskraft ist hier auch. Und ihr findet euch optisch sehr, sehr attraktiv. Also sie findet dich unheimlich männlich und du findest sie unheimlich weiblich. Der Rosengarten, Schönheit, Liebe, Frühling, aber auch Verletzungen, Treffen, Begegnungen und Einladungen. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, hier geht es um eine Einladung, hier geht es um ein Treffen, was hier auf dich zukommen darf. Ja, es kann sein, dass das sogar noch bis zum Frühling dauert. Wir haben jetzt hier den Frühling, aber wir ziehen dann noch mal eine Zeitkarte. Als allererstes nehme ich wirklich so wahr, es geht hier hauptsächlich um das Treffen und es geht darum, dass dein Gegenüber ist für dich wahrscheinlich wie eine Rose, ja. Aber die hat eben auch viele Dornen und an diesen Dornen könntest du dich schon mehrfach verletzt haben. Das ist das, was ich einfach so wahrnehme. Trotzdem ist sie für dich deine Herzensdame und ich habe auch das Gefühl, dass es eben wieder darum geht, dass ihr euch optisch unheimlich attraktiv beide findet, ja. Okay. Ja, wir haben hier die Pusteblume, steht für das Loslassen, wie auch für die Vergänglichkeit, aber auch für den Neubeginn. Also hier ist etwas vergangen, ja, und das, was hier jetzt rausgeht, wird sein die Stagnation. Hier kommen klärende Gespräche und diese klärenden Gespräche sind, sage ich mal, der Startschuss im Endeffekt für einen Neubeginn, ja, für einen Neubeginn in einer festen
Beziehung. Das ist das, was ich hier sehe. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kontaktaufnahme über das Internet passiert, also quasi Messenger, ja. Hier soll wieder was in Balance kommen, was eben in einer Disbalance war. Okay. Eine möchte ich noch. Wir haben hier das Gewitter, Streit, Trennung, Umbruch, Durchbruch, Aufbruch, schnell. Also wie gesagt, ich vermute, dass es hier um eine Ex-Partnerin von dir geht. Ja, also hier gab es wahrscheinlich eine Trennung zwischen euch. Und ansonsten, wenn es keine wirkliche Ex-Partnerin ist und du nur mit ihr so Kontakt hattest in der Vergangenheit und die Situation passt, dann ist es einfach so, hier kommt jetzt dieser Umbruch, ja, dieser Durchbruch auch. Man möchte hier diese positiven Veränderungen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben die zwei höchsten Glückskarten hier bei euch, ja. Das bedeutet einfach, das Glück steht auch an deiner Seite, ja. Und wie gesagt, du könntest es hier auch mit jemandem zu tun haben, die dir einfach dieses Glück in dein Leben, also wo du einfach das Gefühl hast, das Glück zieht mit in dein Leben ein, ja, sowas kriege ich hier einfach rein. Und diese Trennung, dieser Streit, der da mal gewesen ist, ja, der hat dich hier schon ziemlich aus deinem Gleichgewicht geholt, das muss ich auch sagen, ja. Und genau, hier kommt, wie gesagt, dieser Durchbruch, ja, sozusagen, diese stagnierende Geschichte, diese Belastungen, da, wo es nicht mehr weiterging, das darf sich jetzt auflösen und du wirst hier einen Neubeginn definitiv erleben, ja. Und für ganz, ganz wenige kann es auch so sein, dass du wirklich jetzt eine Frau auch kennenlernst, wo du das Gefühl hast, die hat alles das, was ich mir jemals bei einer Frau gewünscht habe, ja, das kann jetzt für, und das ist dann deine Seelenpartnerin, ja, und du wirst aber, wenn das jetzt eine neue Frau ist, die da auf dich zukommt, du könntest sie auch im Internet kennenlernen, was ich hier so wahrnehme, ja, dann ist es tatsächlich so, dass du mit der Vergangenheit wirklich abschließt, ja, und du findest diese Frau und dieses Glück, du wirst das Gefühl haben, du kennst diese Frau schon lange, du bist ganz anders bei dieser Frau, ja, du merkst einfach gleich sofort eine ganz krasse Verbundenheit und du weißt dann auch genau, wo dein Weg hingeht. Also was ich hier auf jeden Fall wahrnehme ist, egal ob jetzt alt oder neu, ja, hier kommt eine feste Verbindung auf dich zu, hier kommt eine positive Veränderung auf dich zu und die Belastung der Vergangenheit darf rausgehen. Ja, und für viele ist es aber so, dass es hier um eine Ex-Partnerin geht. Okay, wir haben hier noch im Unterdeck der magische Reiter, Bewegung, Antrieb, schnell, Klarheit. Also ich glaube, du wirst jetzt relativ schnell Kontakt haben, bis es zu einer wirklich festen Beziehung wiederkommen kann, kann es aber hier der Frühling sein, ja. Oder vielleicht hat man immer mal so sporadischen Kontakt und du merkst, es verbessert sich etwas und erst im Frühling kommt es dann immer mehr zur, also wo du dann auch merkst, ihr werdet euch immer näher, ja. Also sowas könnte ich mir hier tatsächlich vorstellen. Schauen wir mal mit den Sternzeichen noch. Mit einer Nachricht kannst du definitiv rechnen. Wir haben hier die Fische. Wir haben den Widder. Wir haben die Waage. Wir haben den Krebs. Und eins noch. Löwe, Widder oder Schütze ist sowieso dabei. Und Wassermann. Im Unterdeck habe ich noch den Skorpion. Wenn dein Sternzeichen oder das deines Gegenübers jetzt dabei ist, dann weißt du auch, dass hier eine Botschaft für dich dabei ist. Wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte und du sagst, das passt aber alles und ich spüre einfach eine Resonanz, dann kann das trotzdem dein Reading sein. Ja, nagelt euch da bitte nicht zu sehr drauf fest. Jetzt ziehen wir mal noch eine Zeitkarte, bin ich jetzt sehr gespannt. Also wir haben hier 10, du beginnst ganz neu, 10 Tage, 10 Wochen. Und den einen Samstag, suche Freude, bleibe beweglich, 10., 7., 7., 10., die Zahl 7, die Zahl 10, ja, 17 kann es auch noch sein. Vielleicht geben diese Zahlen dir eine Botschaft. Vielleicht hat dein Gegenüber an diesem Tag Geburtstag oder ihr habt euch kennengelernt oder ja, irgendeine Botschaft gibt dir diese Zahl. Deswegen lege ich die Karten so gerne.
Bitte nagelt euch da auch nicht auf die Zeiten fest, denn Zeit ist einfach relativ. Ja, das Universum kennt keine Zeit. Also bis zum Frühling, wenn du hier mit in Resonanz gehst, sollte sich aber irgendetwas ereignet haben. Ja, also das nehme ich schon ganz klar so wahr. Okay, dann ziehen wir jetzt noch eine Engelsbotschaft für euch. Was ist die Engelsbotschaft für dieses Reading? Ja, wir haben hier Daniel. Ich bin der Engel der Vermählung und ich stehe dir zur Zeit zur Seite. Also hier geht es darum, du wirst hier in etwas Neues gehen, ja. Vielleicht sagt dir der Buchstabe D etwas, ja. Okay, das sind jetzt viele. Wir haben hier einmal die Celeste. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Also ich sage ja, hier kommt eine positive Veränderung, kannst du dir sicher sein, ja. Der Buchstabe C ist vielleicht noch wichtig für dich. CD. Also vielleicht sagt das auch irgendwem was. Vielleicht hat dein Gegenüber dir mal eine CD geschenkt oder irgendwie so, ja. Das kann hier jetzt auch noch sein. Dann haben wir hier Serena, ich bin der Engel der Fülle, du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand, hab Vertrauen. Also hier geht es auch nochmal um das Vertrauen, ja. Und dann geht es auch nochmal darum, also es muss nicht unbedingt Geld sein, sondern es kann einfach sein, dass das, was eben zu dir gehört, auch den Weg zu dir findet, ja. So, jetzt muss ich mal kurz aufstehen, weil hier sind noch ganz zwei Karten geflogen. Dann haben wir noch Akasha. Du bist ein spiritueller Lehrer, du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen. Also es kann auch sein, dass du dich eben ja, spirituell sehr beschäftigst oder auch spirituell arbeitest. Ja, das ist nochmal ein Hinweis. Und dann haben wir hier noch Desiree. Nein, die Umstände sind jetzt nicht günstig. Warte ab oder erwäge andere Möglichkeiten. Bitte die Engel um Hilfe und um Führung. Also, wie gesagt, die Umstände waren vielleicht wirklich schwierig. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, diese positiven Veränderungen kommen spätestens bis zum Frühling. Ja, also da sollte sich irgendwie zumindest irgendwas ergeben haben, wenn du hiermit in Resonanz gehst. Ja, okay. Also hier haben wir auch noch mal A und D, also ja, C und S. Wie gesagt, die Buchstaben könnten wichtig sein für dich. Vielleicht sagen die dir irgendwas, ja. Und genau. Ja, damit beende ich jetzt auch das Reading. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir natürlich gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Da freue ich mich immer riesig drüber. Und ich bedanke mich natürlich auch für jedes Abo, Like und Kommentar, was ihr mir hinterlasst und auch für eure lieben Spenden. Genau. Also, meine lieben Männer, dann passt gut auf euch auf, macht's gut und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.